Hallo und willkommen bei Muskiwaiter. Ihr seht es schon, den kennen wir doch. Ihr habt mich dazu verleitet, ein kleines Experiment zu machen. Und ich finde sowas total spannend, dass wir einfach in diese Interaktion gehen und diskutieren und sachlich diskutieren und da auch niemand ausfallend wird oder so. Finde ich total cool und genau das liebe ich an der Whisky-Community. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein zweites Video zu machen. Jetzt ganz spontan. Den gleichen Whisky, den wir gestern schon im Video hatten. Allerdings habe ich das Video deutlich vorher gedreht. Ich habe also heute wieder den Anok 24 Jahre, den wir auch gestern schon im Video besprochen haben. Heute als zweiter Versuch. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wann ich das letzte Video gedreht habe. Und zwar war das am 28. August 2021. Für die Leute, die es später gucken. Heute haben wir den 23. September, also 3, 3,5 Wochen später. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Samples abgefüllt. Wie ihr sehen könnt, die Flasche ist inzwischen nur noch ungefähr halb voll. Das heißt, er konnte auch gut atmen. Dazu habe ich den Whisky jetzt vor gut 20 Minuten, 25 Minuten eingeschenkt. Er konnte also auch jetzt im Glas noch mal ein bisschen atmen. Warum das Ganze? Ganz einfach, ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es in den Kommentaren unter dem ersten Video immer wieder angesprochen. Ich will nicht sagen angeprangert, angeprangert klingt so böse. Ihr habt es angesprochen und mir Tipps gegeben und Hinweise gegeben, wie man aus dem Whisky mehr rausholen könnte. Dass das ein Whisky ist, der sich einfach mit der Zeit verändert und verbessert. Ja, klar, der ein oder andere ist dabei, der sagt, so wie du das machst mit Aufruppen und Trinken, geht gar nicht. Ja, jeder hat da so seine Meinung zu. Ich sehe das etwas anders. Ich kann euch das auch ganz kurz erklären. Das ist nämlich ganz einfach. Ich drehe relativ viele Videos, wie ihr wisst. Ihr kriegt ja auch den ganzen Content mit. Und ich habe, ja, die Zeit hätte ich schon. Dann wüsste ich halt weniger Videos drehen. Aber ich habe da nicht die Geduld zu, mich jedes Mal hinzusetzen, den Whisky einzuschenken, 20, 30 Minuten zu warten und dann vielleicht ein Video zu drehen, währenddessen schon die nächsten drei anderen eingefüllt zu haben und dann zu gucken, welches Glas habe ich wohin gestellt, stolper ich nicht drüber und, und. Fehlt mir persönlich die Geduld zu und ich muss ehrlich sagen, wenn ich abends auf der Couch sitze und mir mal einen Dram gönne, dann habe ich auch da meistens keinen Bock zu. Da bin ich einfach ehrlich gesagt zu faul zu. Und hab da keinen Spaß dran. Klar, ich süppel den nicht sofort weg oder ich hau den nicht auf Ex leer, sondern rieche relativ lange dran und dann hat er auch seine 10, 15 Minuten im Glas. Nichtsdestotrotz bleibt er nicht erstmal irgendwo stehen mit dem Deckel drauf oder Deckel offen oder was auch immer. Sondern die erste Nase halte ich sofort rein und der erste Eindruck ist die, die dann kommt. Und ja. Ich für mich persönlich behaupte, und das ist meine persönliche Meinung, und da kann auch jeder von euch gerne eine andere haben, ich behaupte, mit meiner Vorgehensweise bin ich bei 80, 90% der Whiskys auf einem Weg, der trotzdem gut ist und okay ist, weil diese Whiskys sich nicht mehr so massiv verändern und schon gar nicht verbessern. Es gibt bestimmt Ausnahmen, es gibt bestimmt auch nicht wenig Ausnahmen, bei denen das anders ist. Das mag sein, beziehungsweise das ist garantiert so, das glaube ich jedem. Ich kann mich bei Michel Couvreur sehr gut daran erinnern, dass ich weiß, dass der immer besser geworden ist, je länger er gestanden hat und auch je länger die Flasche offen war. Aber ich drehe diese Videos einerseits für mich, wie es mir Spaß macht. Andererseits drehe ich sie für euch, um meinen ersten Eindruck zu vermitteln. Wie man hinterher mit dem Whisky weiterarbeitet, das kann jeder machen, wie er möchte. Und wenn er Cola reinkippt, wäre jetzt bei einem 24 Jahre alten Whisky ein bisschen schade, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Der erste Eindruck ist bei mir das, was zählt. Und der erste Eindruck ist, ich mache die Flasche auf. Schütt sie ein und riech dran. Und das ist mein erster Eindruck und das ist das, was bei mir hängen bleibt. Und
Ich kann vorher ja nicht wissen, ob der Whisky besser wird, wenn die Flasche nur noch ein Drittel voll ist und ein halbes Jahr im Schrank gestanden hat. Und ganz ehrlich, bei so vielen Flaschen, die hier bei mir über den Tisch gehen, wird das auch bei mir niemals der Fall sein, dass eine Flasche bei mir mit einem Drittel Inhalt oder einem Hälfteninhalt hier ein halbes Jahr oder ein Jahr rumsteht. Also wenn ihr das von mir erwartet, dann muss ich ganz klar sagen, seid ihr auf meinem Kanal falsch. Ja, ich könnte die Whiskys vorher einschenken und den ein paar Minuten, gerade wenn ich so mein Intro mache und anfange zu reden, die ein bisschen atmen lassen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich es einfach mag, die Flaschen aufzumachen. Das ist für mich haptisch, das macht mir Spaß. Und ich mache das auch gerne in der Kamera. Ich mache das gerne. Fertig. Und dazu ist es für mich einfach der erste Eindruck, wenn ich die Flasche aufgemacht habe, am Korken zu riechen, ihn einzuschenken, einmal zu schwenken und dann an dem Glas zu riechen. Das ist mein erster Eindruck von dem Whisky. Ja, jeder kann das machen, wie er möchte. Und genau deswegen lieben wir ja Whisky, weil er so facettenreich ist und das jeder tun kann, wie er möchte. So, jetzt habe ich mich genug gerechtfertigt. Eigentlich wollte ich mich gar nicht rechtfertigen, sondern ich wollte es einmal erklären, warum ich das mache, wie ich es mache. Und ich glaube, jedem von euch, der sagt, dass das vielleicht dem oder dem Whisky, vielleicht in dem Fall diesem hier, nicht gerecht wird. Das mag gut sein. Es gibt garantiert Whiskys, denen kann man mit einem YouTube-Video mit 10 Minuten oder weiß ich nicht, niemals gerecht werden, weil diese Whiskys, die verändern sich ständig. Die riechen nach den ersten 2 Minuten anders als nach den ersten 10, nach den ersten 20, nach der ersten Stunde. Die verändern sich die ganze Zeit. Und die verändern sich auch, je mehr Luft in der Flasche war, je länger die Flasche offen gewesen ist und und. Wenn ich das alles berücksichtigen möchte, mache ich 20 Videos zu einem Whisky. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, für mich nicht. Würde mir keinen Spaß machen und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann mache ich es nicht mehr. Meine Intention ist wirklich der erste Eindruck, diesen zu vermitteln. Und wenn jemand 140 Euro für einen Anok 24 Jahre ausgibt und reißt die Flasche auf und probiert ihn, dann ist der erste Eindruck vielleicht tatsächlich der, den ich hatte. Ja, hätte ich mir mehr drunter vorgestellt. Ja, ob der sich dann weiterentwickelt und in einem halben Jahr besser ist, das muss man dann sehen. Und das überlasse ich dann gerne jedem Einzelnen von euch. Also ich habe eine tolle Vanillenote, herrliche Karamellnote, ein bisschen Kaugummi, leicht Orange. Jetzt wird er so richtig, diese Mischung aus frisch gepresster Orange und dieser Kaugummi Fruchtbombe. Also nicht so ein Mentholkaugummi oder sowas, sondern so ein Fruchtkaugummi, was so richtig süß was aus so einer süßen Tüte kommt, was auch nach 2 Minuten den Geschmack verliert, aber am Anfang halt erstmal total geschmacksintensiv ist. Ein bisschen spritzig, aber auch hier nicht dieses Alkoholspritzige, sondern so. Ja, wie wenn ich an so einer Orange drücke und da spritzt so ein bisschen, ne? Oder sowas. So eine fruchtige Spritzigkeit. Also, wie gesagt, das letzte Video ist 3,5 Wochen, 4 Wochen her. In der Zeit ist bei mir natürlich sehr, sehr viel passiert, wie ihr wisst. Von daher kann ich mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Ich habe mir aber gerade kurz das Video nochmal angeguckt. Und mein erster Eindruck wäre jetzt, ja, die Nase ist besser. Auf jeden Fall. Aber
Für mich persönlich wäre sie jetzt nicht so viel besser, dass ich sagen würde, ich habe da Welten was verpasst. Ich habe eine leichte Holzigkeit. Ich habe Orange. Ich habe schöne Cremigkeit, schöne Fruchtigkeit. Alles Noten, die ich tatsächlich auch beim ersten Mal hatte. Er ist inzwischen fruchtiger, er ist ausbalancierter, er hat diese leichte Kaugumminote, wie ich finde. Das hat er alles beim letzten Mal nicht, das ist richtig. Er ist besser geworden. Gebe ich zu. Probieren wir. Zum Wohl. Ich finde, jetzt gerade tatsächlich für 46% hat er einen relativ ordentlichen Antritt. Er hat Wumms, er hat Holzigkeit, er hat ordentlich Würze. Auch hier wieder Karamell, Mandel, Orange, ne, Mandel, Orange, wollte ich sagen, Orangenzeste so ein bisschen. Tatsächlich aber deutlich Eiche, deutlich Würzigkeit, die mit leicht Tanninen. Ja, angenehm ist, aber das habe ich glaube ich beim letzten Video auch schon gesagt. Es ist ein echt leckerer Whisky, aber es ist halt nicht hundertprozentig mein Beuteschema. Und deswegen wird der niemals von mir so sehr gelobt wie ein Legic mit einem Weinfass-Finish, weil das ist einfach in eine komplett andere Richtung gehend und das ist, als wenn meine Frau Helene Fischer hört, ich höre Heavy Metal und meine Frau sagt, ja, aber hör dir das mal eine Stunde an, dann wird das besser und trink dir drei Whiskys dazu. Ja, natürlich wird das besser, gerade wenn ich dazu was trinke, aber trotzdem ist mein Musikgeschmack ein anderer. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich überspitze das jetzt natürlich alles ein bisschen, bewusst. Weil ich hoffe, es ist auch bei dem Video von gestern deutlich rübergekommen, das ist ein guter Whisky. Das ist ein guter Whisky und ein leckerer Whisky. Und das wusste ich auch nach 5 Minuten. Nichtsdestotrotz entspricht er nicht meinem Beuteschema und ich würde mir so für 130 Euro diese Flasche niemals holen. Und das sage ich auch jetzt. Ich weiß, ich trete dem einen oder anderen damit, glaube ich, gerade ordentlich auf den Schlips. Gerade weil ich weiß, es sind einige in der Community, die diesen Whisky einfach lieben. Aber mich haut er nicht vom Hocker. Und ganz ehrlich, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Und ich freue mich für jeden von euch, der diesen Whisky liebt und feiert. Und seid froh, dass es nicht bei allen so ist, weil dann wird diese Flasche nicht unbedingt gehypt und wird nicht übertrieben teuer. Ich mag die Nase, ich mag die Nase total gerne. Aber mehr auch nicht. Ja, also ich bleib dabei. Es ist ein total leckerer Whisky. Ich habe
Honig, ich habe Orange, ich habe Holzigkeit, ich habe Würzigkeit. Und es ist sicherlich einer der deutlich besseren Whiskys, die nicht rauchig sind und die jetzt nicht mit irgendeinem extravaganten Finish daherkommen. Das auf jeden Fall. Mein Beuteschema ist einfach ein anderes. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass der Whisky sich natürlich weiterentwickelt hat und besser geworden ist. Aber meine Meinung zu dem Whisky insgesamt, sich zu dem Video vom letzten Mal, wo ich die Flasche frisch aufgemacht habe, nicht sonderlich ändert. Und diese Erfahrung habe ich für mich schon oft gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt kein Problem damit habe, die Whiskys in dem Video frisch aufzumachen und zu probieren. Mag sein, dass mir dann was abhanden geht und dass ich dann was verpasse. Dieses Risiko nehme ich für mich in Kauf. Das muss ich für mich in Kauf nehmen. Aber wenn ich das so machen möchte, wie mir das Spaß macht, dann muss ich halt dabei bleiben und dann muss ich halt diese Risiken eingehen. Und wenn man mir dann hinterher sagt, das ist einer, mit dem müsstest du das und das machen, egal ob es ist, dass er viel Zeit braucht, dass er in der Flasche viel Zeit braucht, im Glas viel Zeit braucht, vielleicht einen Tropfen Wasser braucht, was ich auch nicht gerne mache. Oder. Dann nehme ich diese Hinweise und Tipps gerne an und probiere das vielleicht auch nochmal für mich privat, um mir noch einen Eindruck zu machen. Nichtsdestotrotz ist mein Video mein erster Eindruck, zu dem stehe ich und hoffe, dass ihr das akzeptieren könnt. Und wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, dass in locker 90% der Fälle ich meine ursprüngliche Meinung nicht unbedingt revidieren würde. Gibt Ausnahmen, garantiert, weiß ich, hatte ich schon. Ich kann mich erinnern, einer meiner absoluten Lieblingswhiskys ist so eine Ausnahme. Der Ardmore Portwood. Der hat mir beim ersten Mal gar nicht geschmeckt und heute ist es einer meiner absoluten Lieblingswhiskys. Gibt also diese Ausnahmen, aber es sind die Ausnahmen. Also es sind Ausnahmen und ja, also nach diesen Ausnahmen zu suchen, habe ich für mich aufgegeben. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern einfach, weil ich lieber mehr und Verschiedenes probiere und meinen ersten Eindruck festhalte, als bei jedem Whisky so viel Zeit reinzustecken. So ist es. Gut, ich fand es trotzdem ein spannendes Experiment, ihn jetzt nochmal probiert zu haben, mit ein paar Wochen Unterschied. Wahrscheinlich sagt jetzt der ein oder andere noch, der muss ein paar Monate stehen. Tut mir leid, in ein paar Monaten ist die Flasche nicht mehr da. Ich habe mir jetzt nochmal einen Eindruck verschafft mit mehr Luft, mit mehr Zeit, sowohl in der Flasche als auch im Glas. Meine Meinung hat sich grob bestätigt. Ja, er hat sich entwickelt. Ja, er ist besser geworden. Nichtsdestotrotz ist meine Meinung zu dem Whisky an sich in etwa dieselbe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Gequatsche, nicht zu viel Rechtfertigung und nicht zu viel, was euch gegen den Strich geht. Ich bin halt eine ehrliche Socke und trage mein Herz auf der Zunge und daher rede ich frei Schnauze. Ich habe hier auch nichts stehen, nichts vorbereitet, sondern bin einfach daher gequatscht und bin mir sicher, hinterher stolper ich vielleicht auch über die ein oder andere Formulierung. Sei es drum. Mir war es wichtig, mal auf eure Wünsche und Anregungen einzugehen, das mal zu versuchen, das mal für mich mitzunehmen, euch aber auch zu vermitteln, warum ich das mache, wie ich es mache und dass es mir so, wie ich es mache, Spaß macht und ich diesen Kanal auch nur so lange betreibe, wie mir das Thema Spaß macht. Weil das ist verdammt viel Aufwand, es ist verdammt viel Zeit und viel Arbeit und das würde ich nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Weil ich verdiene damit nichts, ich verdiene damit kein Geld, ich habe auch sonst nicht großartig was davon, außer meine Leidenschaft. Und wenn dann der Spaß abhanden geht, dann macht es keinen Sinn mehr. Und deswegen mache ich so weiter, wie es mir Spaß macht. Und ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist und ihr dabei sein werdet. Und
dann über das ein oder andere hinwegseht, wenn ihr es anders machen würdet. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button. Schaut gerne nochmal in das Video von gestern, um den Vergleich zu haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.